Wäre möglicherweise ein Blasphemieverbot, also ein Verbot der Gotteslästerung, das dann alle Religionen gleich behandelt, vielleicht sinnvoller? Nein, wir haben ja rechtliche Grundlagen, zum Beispiel den Paragraphen 166 auch des Strafgesetzbuchs. Der aber fast nie angewandt Der wird. gilt für alle Religionen. Und hier reden wir im Augenblick, wenn es um die Frage des Aufführens von solchen Videos geht, um Ordnungsrecht, um Polizeirecht. Das müssen die örtlichen Behörden dann bestimmen. Das wird dann durch Gerichte auch überprüft. Aber wir haben ein völlig gleiches Herangehen für alle Fragen der Meinungsfreiheit. Udo Vetter, ist denn, und damit vielleicht gleich mal in die knallharte Sache hinein, ist denn tatsächlich Meinungsfreiheit nur eingeschränkt durch Grenzen im Ordnungsrecht? Ja, in diesem Punkt hat die Kanzlerin im Wesentlichen recht. Es ist in der Tat so, dass die Meinungsfreiheit erstmal umfassend gewährleistet wird und sie wird dann beschränkt durch die normalen Gesetze. Was aber zum Beispiel das Strafgesetzbuch, also diese Beschimpfung religiöser Bekenntnisse nicht leisten kann, ist das vorsorgliche Verhindern von zum Beispiel Filmaufführungen. Das geht nach dem Strafgesetzbuch gar nicht. Das ist nur dafür da, Straftaten zu verfolgen. Das bedeutet, also der Staatsanwalt kann nicht vorsorglich einfach was verbieten. Der kann uns zum Beispiel auch nicht unser Interview verbieten, wenn wir jetzt blasphemische Dinge sagen würden, sondern der kann nur nachträglich handeln. Und es ist richtig, die Ordnungsämter müssen für jeden einzelnen Fall wirklich eine gravierende Störung der öffentlichen Sicherheit bejahen. Wir kennen das ja beispielsweise bei Demonstrationen. Demonstrationen sind auch ein Grundrecht und die können nur untersagt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass erhebliche Gewalt verübt wird untereinander oder gegen Häuser oder Autos oder ähnliches. Also der Artikel 5 im Grundgesetz gibt keine Einschränkung vor. Man kann uneingeschränkt tatsächlich erstmal seine Meinung frei äußern und hinterher erst zur Verantwortung gezogen werden, falls die freie Rede, die freie Kunst, die man ausübt, möglicherweise dann mit einer Straftat in Verbindung gebracht werden kann. Das ist in der Tat richtig. Die Meinungsfreiheit steht zwar unter dem Vorbehalt der allgemeinen Gesetze, aber wir haben keine Gesetze, die es dem Staat vorsorglich erlauben, Meinungsäußerungen zu unterbinden. Das liegt an einem weiteren Satz in dem Artikel 5 Grundgesetz, der lautet schlicht, einfach und überzeugend, eine Zensur findet nicht statt. Und Zensur ist jeder staatliche Eingriff, der vor der Äußerung gemacht wird. Und das wird ausdrücklich verboten. Das heißt, wegen des Inhalts einer Meinungsäußerung darf der Staat niemals bei uns, und das ist natürlich auch richtig, prophylaktisch tätig werden, sondern dann muss eben dazu kommen, dass im konkreten Einzelfall zum Beispiel befürchtet wird, dass Teilnehmer einer Kinovorführung randalieren oder dass demonstrierende Gruppen aufeinandertreffen. Aber eine Zensur findet nicht statt, ist einer der klarsten, noch eines der klarsten Statements, die wir überhaupt im Grundgesetz haben. Nun gibt es aber auch Artikel 4 im Grundgesetz. Da heißt es, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Also wenn ich unverletzlich verstehe, dann heißt das, dass mich auch ein anderer nicht in meinem Glauben, in meiner Glaubensausübung, Religionsausübung verletzen darf. Aber wenn mich dieses Video als Moslem nun verletzt, ist das nicht dann Artikel 4? Und wenn ja, wenn beide Grundrechte nun hier kollidieren, wie sind diese zu gewichten? Ja, es ist richtig. Wenn Grundrechte aufeinanderprallen, dann müssen die wechselseitigen Folgen abgewogen werden. Das ist ganz klar. Nur hier ist ganz eindeutig, dass man sich als Moslem zum Beispiel nicht auf Artikel 4 des Grundgesetzes berufen kann, weil eben diese Beeinträchtigung, die mit diesem Video verbunden ist, es ist ja vielleicht ein Schmähvideo, andere sagen, es ist nur ein misslungenes, ironisches Video, es ist ein Video von schlechtem Geschmack, das reicht nicht, um eine Verletzung der eigenen Religionsfreiheit zu begründen. Gründen, denn das ist ja kein direkter Eingriff in die Religionsfreiheit eines Moslems oder wenn eines anderen Glaubensanhängen, sondern es wird eine Meinungsäußerung über den Glauben gemacht. Wer sich also dadurch angegriffen fühlt, wird höchstens in seiner sogenannten negativen Religionsfreiheit betroffen und kann dann nicht sagen, dass er betrifft die aktive Ausübung meiner Religion. Das liegt ganz einfach daran, dass natürlich eine demokratische Gesellschaft nur dann überleben kann, wenn auch wechselseitige Angriffe auch in politischer Hinsicht möglich sind und zugelassen sind. Und aus meiner Sicht erreicht das Video überschreitet das Video alle Grenzen des guten Geschmacks, aber es ist eben keine Verletzung der Religionsfreiheit, die dann zu einer Kollision der Grundrechte führt.
Kann das ein Richter in einem arabischen, islamischen Staat anders sehen? Aber selbstverständlich. Also das Strafgesetzbuch und das Polizei- und Ordnungsrecht hört an der Grenze zu Holland und Österreich auf. Ab da gelten andere Gesetze und außerhalb Europas erst recht. Und es ist natürlich durchaus möglich, dass wenn zum Beispiel hier ein Angehöriger einer Nation oder ein Deutscher das publikumsträchtig vorführt in Deutschland und dann in eines dieser Länder reist, dass man dort möglicherweise zu dem Ergebnis kommt, er hat sich nach unserem Recht strafbar gemacht. Das liegt an der Autonomie der Länder in unserer Welt und an ihren eigenen Rechtsordnungen. Und wer solche Dinge dann macht, der muss sich vergegenwärtigen, dass es vielleicht dann sinnvoller ist, nicht in Länder einzureisen, die derart strenge Gesetze haben. Nun haben wir gehört von der Bundeskanzlerin, es gibt auch noch den Paragraphen 166 des Strafgesetzbuches. Wie kann man denn erstmal den ganz kurz zusammenfassen, verständlich vor allen Dingen? Und kann der hier zur Anwendung kommen im konkreten Fall, wenn Kinobesitzer oder Gruppen von Menschen sagen, wir wollen den öffentlich aufführen, diesen Film? Ja, also die Beschimpfung eines religiösen Bekenntnisses, das ist der sogenannte Blasphemie-Paragraph oder das, was noch davon übrig geblieben ist. Der setzt nach dem jetzigen Recht allerdings voraus, dass ein ganz extremer, tiefer Eingriff in die religiösen Gefühle der Betroffenen stattfindet. Ich halte es gar nicht mal für ausgeschlossen, dass konservative oder strenge Staatsanwaltschaften in Deutschland zu dem Ergebnis kommen, dass dieses Video die Beschimpfung eines religiösen Bekenntnisses darstellt. Aber das führt eben letztendlich dazu, dass zum Beispiel nach einer Aufführung dieses Films der Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren einleitet, dann kriegt der Betreffende, der das gemacht hat, eine Vorladung von der Kriminalpolizei und vielleicht später einen Strafbefehl, wenn sich das alles erhärtet. Da kann er sich vor Gericht gegen wehren. Aber es gibt eben im Rahmen des Strafgesetzbuches, selbst wenn man sagt, das ist die Beschimpfung eines religiösen Bekenntnisses, kein Recht für einen Staatsanwalt, jetzt derartige Aufführungen oder so einfach zu verbieten. Genauso wie ein Staatsanwalt nicht eine Diskussion im Fernsehen vorab verbieten kann, weil er möglicherweise davon ausgeht, dass zum Beispiel ein eingeladener Rechtsradikaler dort volksverhetzende Parolen darbieten wird oder äußern wird. Das geht einfach nach unserer Rechtslage nicht. Da muss eben, wie vorhin schon gesagt, dazukommen, außerhalb des Strafrechts die Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das bedeutet eine konkrete Gefahr für Personen oder Sachen, aber keine konkrete Gefahr für Gedanken oder die Gefühle anderer Gläubiger. Das heißt, man kann auch nicht messen, wie hoch der Schmäh- oder Beleidigungsaspekt eines Films, einer Meinungsäußerung ist im Vorhinein. Also wir kennen das ja alle mit dem Problem der Nacktheit. Für manche ist Nacktheit bei der Freikörperkultur geradezu etwas Selbstverständliches und in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, auch in Deutschland, wird Nacktheit als Provokation, sogar als Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit empfunden. Zum Beispiel, wenn man eben in der Öffentlichkeit in Parkanlagen möglicherweise sich entblößt. Also wie ist das mit der Verletzung von religiösen Gefühlen? Gibt es dafür eine Messlatte? Also in der Juristerei gilt ja der alte Grundsatz, zwei Juristen, drei Meinungen. Das Strafgesetzbuch spricht von einer Beschimpfung religiöser Bekenntnisse, einer groben Verächtlichmachung dieses Glaubens. Da muss man einfach so sehen, das ist eine Bewertungsfrage. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ein bayerischer oder schwäbischer Staatsanwalt wird da vielleicht strenger sein, schon von der Tradition her. Ein nordrhein-westfälischer, Düsseldorfer Staatsanwalt wird möglicherweise sagen, also das muss man aushalten. Das gibt es übrigens auch im Bereich von Büchern. Ja, wir haben ja bei Büchern auch diese Regelung, dass gewisse Bücher nicht verboten sind, aber zum Beispiel nur an über 18-Jährige abgegeben werden dürfen. Da bewerten Staatsanwaltschaften das mitunter auch völlig unterschiedlich. Also ein Buch wird, ich habe es mal praktisch erlebt, wurde in Würzburg beschlagnahmt und in Köln hat der Staatsanwalt drüber gelächelt und gesagt, oh, das interessiert mich auch. Ja, das ist doch nichts Schlimmes. Also die Bewertung ist immer ein Risiko sozusagen für denjenigen, der sich in das juristische Minenfeld begibt, also denjenigen, der den Film aufführen oder darstellen möchte. Ich glaube nur im Ergebnis, dass es im Ergebnis eben keine Beschimpfung des religiösen Bekenntnisses ist, weil das Gesetz hierfür sehr strenge Anforderungen stellt. Da hat Frau Merkel durchaus recht und natürlich auch mit gutem Grund, weil eben die Meinungsfreiheit in Deutschland ein hohes Gut ist und von der Meinungsfreiheit können nicht religiöse Gefühle ausgenommen werden. Ich kann da natürlich, muss allerdings betonen, das ist die juristische Sicht der Dinge. Die politische Sicht der Dinge mag da eine andere sein, auch was unsere Wirkung im Außenverhältnis zu anderen Staaten angeht. Aber letztendlich müssen wir halt klar
klar sehen, das Recht ist nicht nur für Schönwetter gemacht, sondern die Meinungsfreiheit bewährt sich erst dann, wenn es drunter und drüber geht und wenn man auch unbequeme Meinungen zu hören bekommt. Wenn wir nur die Meinungen, die uns gefallen, zulassen, dann sind wir eben in dem Bereich, den das Grundgesetz mit diesem Zensurverbot auf keinen Fall haben wollte. Dann sind wir auch kein Rechtsstaat mehr. Aber die globale Welt, die sich entäußert auf globalen Plattformen wie YouTube, wie Google Plus, wie Twitter, wie Facebook, ist ja auch für uns Deutsche zugänglich, aber auch eben für andere, die sich möglicherweise durch unsere Inhalte verletzt fühlen. Nun wissen wir ja, dass auch Kunst geradezu darauf angelegt ist, polysemantisch, also vieldeutig zu sein. Gibt es da für uns vielleicht eine Faustregel aus juristischer Sicht dann, mal fernab unserer eigenen Verantwortung und unserer politischen Instinkte, die wir entwickeln, wann wir möglicherweise mit dem Gesetz in Deutschland in Konflikt kommen? Und gibt es vielleicht auch sowas, wo wir international in Konflikt kommen können, dass uns andere Staaten tatsächlich hier belangen und wir möglicherweise auch ausgeliefert werden? Also bei der Kunst ist es so, das ist natürlich eine Frage, welchem Kunstbegriff man anhängt. Ich meine, dass Kunst nur überleben kann, wenn sie provoziert und wenn sie eben widerstrebende Gefühle auslöst und wenn sie auch negative Reaktionen erzielt, weil sonst ist es der röhrende Hirsch an der Wand, das zur Kunst. Wenn man jetzt allerdings im Bereich der Meinungsäußerung ist, also des Journalismus, auch des Bürgerjournalismus heute im Internet, den wir ja alle betreiben, bei Google Plus oder Facebook, dann würde ich immer dazu raten, dass man die sachliche Diskussion in den Vordergrund stellen sollte und dass man nie etwas schreiben oder sagen sollte, was man seinem Gegenüber nicht auch im wirklichen Leben unbefangen ins Gesicht sagen würde. Das bedeutet nicht, dass es keine harte Diskussion sein darf, aber man sollte eben den Griff und die Worte, die unter die Gürtellinie zielen und wirklich den anderen in seiner Ehre und seinen Gefühlen verletzen, möglichst unterlassen. Das ist natürlich letztendlich ein frommer Wunsch. Was das Risiko angeht, dass zum Beispiel ein frecher Google Pluser oder Facebooker, der in Deutschland wohnt, zum Beispiel dann, weiß ich nicht, nach Saudi-Arabien oder Pakistan ausgeliefert wird. Das kann nicht passieren, zumindest dann, wenn man eine EU-Staatsbürgerschaft hat, also Deutscher ist oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft hat, denn mit einer EU-Staatsbürgerschaft gibt es keine Auslieferungsmöglichkeit über die Grenzen der EU hinaus. Also konkret deutsche Staatsbürger, die sich in Deutschland aufhalten, die können nicht aus Deutschland in andere außereuropäische Staaten ausgeliefert werden, es sei denn, sie sind damit einverstanden. Etwas anderes ist es, wenn man die Nationalität dieses Landes hat. Das kann natürlich sein, wenn zum Beispiel ein kritischer Pakistani hier in Deutschland dieses Video aufführt, dann kann es durchaus passieren, dass möglicherweise ein Auslieferungsersuchen wegen blasphemischer Verbrechen in Pakistan erfolgt. Was übrigens allerdings anders ist, das wissen viele Menschen nicht, innerhalb der EU ist es mittlerweile durchaus möglich, dass auch Deutsche, die sich in Deutschland aufhalten, zum Beispiel nach Griechenland, Italien oder Rumänien oder Bulgarien ausgeliefert werden, denn wir haben mittlerweile den europäischen Haftbefehl. Das bedeutet, als Deutscher ist man in Deutschland nicht mehr vor der Strafverfolgung sicher, wenn zum Beispiel ein spanischer Staatsanwalt einen Haftbefehl gegen einen erlässt. Soweit die Rechtsauskunft von Udo Vetter. Er ist Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Düsseldorf sowie Blogger unter lawblog.de. Vielen Dank nach Düsseldorf. Ja, ich danke Ihnen auch. Tschüss.